Herzlich willkommen. Ich bin der Sly. Gestern haben wir wunderbare Dinge gesehen und mein Hirn so boah, und ich immer noch so oh, und wie geil, dass wir jetzt diese ganzen Zeitrutschen runterrutschen und jetzt das Wasser und oh mein Gott, was muss das für ein Storyboard gewesen sein? Die Deliac? Ich spreche wieder falsch aus. Deliac? Deliac? You know it. Okay. What the fuck? Was ist das für ein Storyboard? Alter. Übel. Richtig. Krass. Dadelic. Ja, danke schön. Kannst du noch? Klar. Weiter geht's. Ich mein, es ist fast wie früher. Na, kein Wunder. Ist ja auch früher. Ist ja auch früher. Portalpotenzial. Schießen wir mal drauf. Das wird doch so missbraucht von den Zuschauern. In der Tat, ja. Ich probier mal was. Bin sofort zurück. Das Wasser läuft dann direkt ab. Ich sag's euch. Wir machen Gulli. Rufus. Und weiter geht's. Nice. Ist sie wieder. Aua, aua. Immer wieder aua. Wir sind in der Zukunft. Goal. Wo ist die alte Hexe denn? Ich wollte eigentlich nicht, dass du das hier siehst. Schon okay. Ich komm klar. Niemand sollte seinen eigenen Tod mit ansehen müssen. Das da bin ich nicht, Rufus. Das ist Rita. Was? Aber... Hä? Du hast recht. Hui, ist das verwirrend. Das letzte Mal lagst du hier. Genau so. Ich kann's ihm nicht verübeln. Ich war ja nicht da. Wir können das ändern. Ich kenne einen Weg zurück. Damit ich dann hier liegen kann? Das ist alles so deprimierend. Also, die ganzen Zeitzonen machen meinen Kopf kaputt, Leute. Ich bin ehrlich, das ist schon krass. Und den Song fühlst du schon sehr, ja? Das glaube ich ja nicht. Okay, wir machen... Komm, das Garagentor, Leute. Wir machen das Garagentor auf. Immer noch nicht? Ja. Nee, ohne Hilfsmittel kriege ich das wohl nicht wieder auf. Ja, kleine blaue Pillen helfen da auch nicht. Wir sprechen eine Runde mit Gold. Ich finde, sie nimmt das alles ganz gut auf. Am Ende steckt doch noch eine richtige Goal in ihr. Ich bin dafür, Annie lernt den Song auswendig und spielt es das nächste Mal selber auf der Gitarre. Zumindest haben wir das Fuel-Lock-Problem gelöst, oder? Ja, bravo. Wir haben sie alle nach Paradox City gespült. Keine Sorge, ich bringe uns von hier weg. Beeil dich, dieser Ort macht mir Gänsehaut. Verstehe ich. Komme ich irgendwo hin? Ja, ich komme irgendwo hin. Zu Hacienda. Hacienda? Das ist auch neu. Scheinbar sind wir noch weiter in der Zukunft, oder wie das hier heißt. Guck mal, was wir hier haben, wir haben einen Brecher essen. Endlich mal was Nützliches. Vielleicht ist es doch noch nicht zu spät, die Laufbahn des Zeitbanditen einzuschlagen. Alter, das ist so krass, dieses ganze Zeitgehoppe, ne? Uff. Macht mich ein wenig fertig, aber... Alter, ich habe so die letzten 10 keine Hüte mehr gecheckt, ne? Weil ich einfach so... war im Kopf. Hüte? 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 Ich sehe keine Hüte. Alles klar. Aber, Leute, ich habe ein Brecheisen. Warte, habe ich hier noch Tachyon? Geladene Armbrust. Oh, wir haben keine Tachyonen mehr. Alles klar. Wir gabeln jetzt mal die Garagentür auf. Wahrscheinlich ist da ein Zeitportal. Die das schon kommen. Boom, Baby! Geschafft. Ja, und jetzt? Ja, genau das. Setz deine 4D-Brille auf, Leute. Aha, ich sehe Potenzial. Das sehe ich immer. Nimm meine geladene Armbrust und potenziere das. Das Wasser hat die Tachyonenbrühe von den Zeigern gewaschen. Oh mein Gott, und jetzt? Ich erkenne hier... Goal! Zumindest haben wir das Fuel-Lock-Problem gelöst. Wo krieg ich denn Tachyonenflüssigkeit her? Wir haben sie alle nach Paradox City gespült. Keine Sorge, ich bringe uns von hier weg. Beeil dich, dieser Ort macht mir Gänsehaut. Okay, wo? Na, ob das noch funktioniert? Oh mein Gott, ich werd nicht. Ich werd nicht mehr. Der Bulli steht da wirklich noch und das hat funktioniert. Lol. Alles klar, wir schmieren das Ganze mit Erdnussbutter, Leute. Wir reiben den Pfeil schön. Und wir hatten uns Butter rein und dann wird versenkt. Okay, ist doch nur... Hier ist doch noch was Nahrungsähnliches. Meine Erdnussbutter hat sich mit der Zeit
zu Tachyonenkäse verwandelt. Muss Ziegenmilch gewesen sein. Egal, ich rubbel das Ding auch in Käse. Das Wasser hat die Tachyonenbrühe von den Zeigern gewaschen. Zeit, sie wieder aufzuladen. Ja, genau. Geht doch. Ah. Tachyonenkäse am Brusten. Läuft. Ja, dann machen wir das Portal auf. Geil. Ja, oh, Leute. Na also. Goal, ich habe einen Ausweg gefunden. Ein Glück. Dieser Ort macht mir Gänsehaut. Zumindest hat er seit unserem letzten Besuch ordentlich Federn gelassen. Ihr wisst, was ich meine mit dem Spruch. Worauf warten wir noch? Ja, lass uns von hier verschwinden. Ladies first. Das ist die Zukunft. Oder Vergangenheit. Wow. So oder Zukunft. Buntpflanzen. Das Wasser, was wir gebracht haben, ist noch in der Ferne. Es ist die Zukunft. Das sind Blumen. Nicht einmal auf Elysium haben wir so viele davon. Seien wir ehrlich, es ist nicht komplett hässlich. Und das verdanken wir nur euch beiden. Wir waren das? Ihr habt den Krieg beendet und uns den Weg ins gelobte Land gezeigt. Und? Gibt's jetzt eine Party? Wo sind deine Mitstreiter? Die sind schon aufgebrochen. In die Vergangenheit? Die Quelle von allem, was gut und richtig ist, ne? Genau, danke. Tausendmal danke. Voll gut, ey. Okay, ich hab Piratenhut gefunden. Ich wusste das aber, was? Piratenhut. Ein Piratenhut. Der Piratenhut. Nice. Arrrr. Weiter spielen. So, was gibt's denn hier Geiles? Es ist fast wie früher. Na, kein Wunder. Ist ja auch früher. Kannst du noch? Klar. Weiter geht's. Aber sie ist voll nett geworden. Ich spreche nochmal einen Moment. Sie sieht glücklich aus. Tja, jeden Tag eine gute Tat. Aber es sieht auch einfach viel besser aus mit Wasser. Es ist schön gemütlich, alles ist tutti. Es gibt kein elendiges Klacken mehr. Geile Gegend. Danke. Tausendmal danke. Kein Problem. Ich kann kein Dialekt, ich weiß. Aber you know. Ab geht's ins Portal, Baby. Na komm. Wo bin ich denn jetzt gelandet? Ja, dann gehen wir in das Portal. Oh, wir gehen jetzt alle Portale zurück, die wir erstellt haben? Ich glaube ja. Lol. Oh, ich wollte da raus. Ich hätte noch mal mit Cole reden können. Ich spreche noch mal mit Cole. Kannst du noch? Klar. Weiter geht's. Oh mein Gott, ich möchte mit Ronny reden. Es ist fast wie früher. Na, kein Wunder. Ist ja auch früher. Hey, keine Texte. Guck mal, wie happy sie aussieht. Oh, voll glücklich. Lol, eine Leiter ins... Ja, okay. Oh mein Gott, das ist das Feindeslager aus der Vergangenheit. Oh mein Gott, Schnabeltiere. Moment, in dem Ort, in dem wir uns befunden haben, ist die Erdzeit gewesen? You fucking kidding me. Ich meine, Gott, sieht das gar nicht. Seht ihr das Schnabeltier? Wie gut. Oh, sie hat sich hier gerichtet. Es ist fast wie früher. Na, kein Wunder. Ist ja auch früher. Okay, wir müssen eine 4D-Brille aufsetzen, liebe Freunde. Ein Potenzial erkennen. Aha, ich sehe Potenzial. Oh. Na toll, in welches Potenzial will ich denn jetzt? Und das kann ich nicht. Preise das heilige Schnabeltier. In der Tat, Chris. In der Tat. Ist hier ein Hut? Ich sehe keinen. Du, Rufus. Ja, Goal. Ich glaube, ich muss mich entschuldigen. Du bist eine Katastrophe. Zugegeben. Aber irgendwie schaffst du es am Ende doch. Du machst die Dinge besser. Ich hatte die Hoffnung aufgegeben. Aber wenn ich mich so umsehe... Oh. Jetzt werd mir mal nicht rührselig. Komm, die Zukunft wartet. Kannst du noch? Klar. Weiter geht's. Oh, ich bin ein wenig gerührt. Na, dann wollen wir mal. Ha, Treffer. Oh no. Wer sagt's denn? Wurde echt Zeit, dass hier mal wieder was funktioniert? Das Gefühl, da kommt noch irgendein Downer, Leute.
Ich hätte ja wenigstens die Hand reichen können, ne? So als Gentleman. Hey, ihr da! Was treibt ihr da? Wir sind die Einheimischen Legion. Wir sind gekommen, das heilige Land unserer Väter zu beanspruchen. Ja, ich bitt's wohl. Wir sind schon ewig hier. Und wir haben keinen Platz für irgendwelche dahergelaufenen Babasöhnchen. Was willst du dagegen machen, Opa? Opa? Was für eine Unverschämtheit. Das bedeutet Krieg. Uff. Da wären wir wieder. Goal, Rufus! Was treibt ihr denn noch hier? Oh mein Gott, die sind da unten. Rita, warum ist McChronicle immer schau mal, Goal. Oben ohne? Rita und Rocco. Hunderte von Fuelogs wurden in die Zwischenzeit gespült. Wir evakuieren die Stadt. Was ist mit der alten Goal? Und Angus? Die haben sich geweigert mitzukommen. Sie sind noch auf der Farm. Dann können wir noch nicht gehen. Na dann, viel Glück. Ja, euch auch. Lol. Ist dir Ritas Bauch aufgefallen? Komm schon, es ist hier nicht sicher. Julep-Party. Du hast recht, beeilen wir uns. Wo können wir denn überall hin? Oh mein Gott, Katzi. Julep-Alarm! Bringt euch in Sicherheit! Puh, das war knapp. Und nun? Wir sitzen in der Falle. Tja, sieht so aus. Das heißt... What the fuck? Ich hab eine Walze, ich hab einen Tisch. Warum gibt's denn jetzt hier vier Cutscenes? Oh mein Gott, wie großartig diese vier Cutscenes gerade sind. Ich muss dafür denen wechseln. Tisch. Okay, das ist wirklich cool. A la A-Team. Nice. Zange, Baby. Oh ja. Das ist mal eine Braut, die auch mal ein Rohr hält. Entschuldigung, oh Gott, die Vorlage. Ja, ich weiß, es sieht komisch aus, aber... Nee, ey. Oh. Ja, ich schmeiß schon 50 Cent in die Wortwitzkatze. Das ist okay. Aber es war halt eine Steilvorlage. Komm, es war wirklich eine Steilvorlage, ja? Licht machen wir jetzt auch aus. Die Braut, die das rollt, ey, das ist so gut. Oh, guck mal, die Alte hält auch das Rohr. Oh, die Falt am Rohr. Da wird mal ein bisschen geraspelt. Ja, ich sollte aufpassen, was ich sage, aber Alter, das ist ja, Chris, das ist so eine Riesenvorlage. Das war einfach nicht mehr nicht möglich. Okay. Wir springen hier und ich muss sehen, was der Spind noch bietet. Rekords. Schraubenschlüssel. Werkzeuge. Typeport. Hol dir das Rohr halt. Ein Loch. Und dann wird das Rohr eingeführt. Oh mein Gott. Oh, Alter, das sind so viele Vorlagen. Ah! Motor. Oh, das stimmt. Die Alte ist auch nur die Junge. Etwas älter, stimmt. Oh mein Gott, du könntest mit derselben Person Oh Gott, Dinge, die jetzt erst möglich sind in meinem Kopf. Du könntest einen Dreier mit der gleichen Person tun. Machen. Uff. Krass. Ja, gut, dass das Ganze hier ab 18 ist. Okay. Wir... Genau. Welche schöne Geste. Muffe. Oh, ein Rohr. Ein bisschen Tape schadet nie. Oh, das wird eine Knarre. Das ist halt so krass, A-Team. Ich werd nicht mehr, ey.
Ich muss wieder wechseln. Hier. Chronicle hat noch Schraubenschlüssel. Nice. Und eine Säge. Oh, hier unten verändert sich was. Da kommt ein Loch ins Dach. Nice. Das ist super gut gemacht, diese vier Szenen. Okay, Zeit für den Kühlschrank. Und für ein Getränk. Gluck, 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 gluck. Die Kehle einmal befeuchten. Oh mein Gott, Chips! Nice, ich bin voll im Arbeitsmodus. Bier und Chips, läuft. Omi. So. Und ein Hammer. Alles wird gut, Sly. Voll. Großartig. Nach rechts. Wir müssen nach rechts. Schrei mich nicht an. Ich kann hier unten kaum etwas sehen. Ja, warum sag ich's dir doch? Rechts. Rechts. Ah! Stopp. Hier muss es sein. Dann sieh zu. Die zerlegen uns sonst noch. Nicht hetzen. Ohne zu wissen, wo ich hinzielen muss, macht das keinen Sinn. Ich könnte auch einfach die Brille aufsetzen, weißt du? Ich sehe Potenzial. Oh, Baby. Geschafft. Los jetzt. Schubrakete. Halt dich fest. Uff. Uff? Was heißt denn hier Uff? Nicht meine Schuld. Die zerlegen uns hier schon das Fahrgestell. Was ist? Kommt hoch! Das geht nicht! Mein Bein ist eingeklemmt! Geht ohne uns. Ich bleibe bei ihm. Ich wäre sowieso nur Ballast. Nein! Entweder es gehen alle oder keiner. Ach, den Satz wollte ich schon immer mal sagen. Komm schon, Rufus. Das da draußen ist nicht mehr unsere Zeit. Irgendwer muss die Welt jetzt noch einmal ganz neu retten. Und ich wäre sehr enttäuscht, wenn das nicht ihr beide wäret. Geht schon. Ja, na gut. Aber wohin? Jetzt wäre wohl ein guter Zeitpunkt für einen deiner bescheuerten Pläne. Ja, wir haben ein Panzerteil. Die Phylux sind aber noch ganz harmlos. Wie bescheuert darf er maximal sein? In Anbetracht unserer Lage? An Wahnsinn grenzend bescheuert. Nur grenzend? Darauf kann ich leider keine Rücksicht nehmen. Spring! Wo sind wir? In den Schrotthöhlen unter Kuwak. Hier hatte sich der Elefant versteckt. Oh mein Gott! Haben wir darüber schon gesprochen? Ich erzähl's dir später. Erst müssen wir einmal herausfinden, wer da am Chronokar rumkurbelt. Und es verhindern, richtig? Richtig. Aber Vorsicht! Wir wissen nicht, zu welchem Zeitpunkt wir hier gelandet sind oder, anders ausgedrückt, wie spät es gerade ist. Ich sowieso nicht. Jetzt ist es wirklich wie früher. Komm, wir haben keine Zeit zu verlieren. Dann quatsch keine Opern. Was ist eine Oper? Erklär ich dir später. Gibt's hier einen Hut? Nee, wahrscheinlich nicht. Okay, links nach rechts, links nach rechts. Wir gehen. Oh, wir sind in später. Nächste Folie verrät mir das. Okay, jetzt wissen wir den Zeitpunkt. Wissen wir das? Ja, das ist der Zeitpunkt, in dem ich abgereist bin. Kommt noch richtig, oder? Leute, mal eine kurze Frage. Wie kurz bin ich vom Ende? Das würde mich mal interessieren. Wie dicht bin ich vom Ende des Spiels? Ist das noch so 10, 15 Minuten oder ist das ein bisschen mehr? Das würde mich jetzt mal gerade interessieren. Und jetzt volle Kraft voraus. Den Hebel konnte ich nicht bedienen. Oh, das ist die Menschenmenge, die mich Fackeln vierteilen wollte. Sie sind abgelenkt. Sehr gut. Bisschen mehr, aber nicht viel. Weil ich sehe auf dem Tablet hier jetzt gerade, auf meinem Timer, dass die Folge jetzt zu Ende ist.
mich überlegen bin, ob ich jetzt noch das durchziehe und sage, wir machen weiter oder nicht. So, Leute. Und das ist die Frage, mit der ich die Folge beenden werde. Macht's gut. Euer Sly. Und danke fürs Reinschauen. Ihr seid die Geilsten. Ciao.